Herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront 2, der Kampagne. Auf dieses Spiel freue ich mich schon seit gefühlt 6 oder 7 Monaten. Immer wieder kleine Teaser gesehen von EA auf dem Twitter-Account und auch bei YouTube immer als Werbung vielleicht mal ein bisschen. Und ich bin sehr gehypt auf das Spiel und ich freue mich jetzt mit euch hier die Kampagne starten. Wir spielen hierbei auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Eine normale Herausforderung. Keine extreme Herausforderung, wenn ich dazu nochmal Bock habe, mache ich das vielleicht nochmal. So. Captain, Rebellensicherungskreuzer. sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode? Und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden. Also. Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ. 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Zu retten wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser IDC. Erstmal geschockt. IDC wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Oh, so ein Ruhe ist das. Okay. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. So. Die Frau, die wir gerade gesehen haben, das ist die Hauptprotagonistin. Okay, was mache ich hier? Ich will meinen Mann. So, jetzt geht's weiter. Nächste Kamera. So, wo müssen wir jetzt hin? Was gibt's denn hier noch alles? Das sind wahrscheinlich alle Kamerasteuerungen, die es hier so aktuell gibt. Okay. Wir sind jetzt über die Lüftung rein. Das ist ja eine Truhe. Ist das eine Truhe? Jo. Cool. Erstes Sammelobjekt gefunden. So. Kann ich auch irgendwie hochsteigen oder so? Ah. Tatsächlich.
mal eine etwas andere Karriere, weil sonst haben wir immer nur die Guten, die wir spielen. Diesmal spielen wir die Bösen. Wir spielen jetzt diesmal das Imperium. Das ist was ganz anderes. Ich finde das super cool. Das sind wir schon raus, ja, ne? Okay. Auch gleich geschafft. Oh. Oh. Sind wir jetzt draußen oder? Okay. Müssen wir mal die Augen auch offen halten für alle möglichen. Oh. Okay, da darf ich nicht hin. Für die ganzen kleinen Teile, weil ich würde halt gerne, wenn möglich, beim ersten Durchlauf die ganzen. Bitte Sicherheitsprotokolle befolgen. Abriegelung. Du musst sie an einem der Terminals deaktivieren. Melde dich, wenn du fertig bist. Wie sieht's aus? Du hattest recht. Die Energie kommt mit der Jugendkanone ins Gelände. Bin tot? Hallo? Hallo. Leben Sie noch? Ha. Ich glaube nicht, dass man hier diese Konsolen sehen kann, dass man weiß, wo ich hin muss für diese Sammelobjekte. Komische Druiden. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Es ist Zeit. Es ist Zeit, Bubble. Wollen wir uns scannen? Ich habe leider nicht drauf geachtet, wie diese Kisten aussehen. So, wo kann ich jetzt hier was hacken? Ah! Ich muss da ja nichts hacken, ich muss da oben rein. Also noch ist es nicht allzu spannend. Liegt aber daran, dass der FSK gerade so ein bisschen... ja... Nimmt man das einfach Rätseln ist und... wird nicht entdeckt und kommt zu Punkt A. Gutes Timing. Gehen wir. Agent Husk, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Droide, öffne die Zelle. Droide, öffnen Sie. Du bleibst da drin bis nach Ende. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen.
Kann ich deine Waffe aufnehmen? Natürlich nicht. Warum das nicht? Das ist doch völliger Schwachsinn. Schock eliminiert Gegner, wenn die Anzeige voll ist. Gut gezielt kann er auch Fahrzeuge deaktivieren. Die Anzeige füllt sich, wenn Eden bei Feinden Schaden verursacht, Kopfschüsse erzielt oder Takedowns ausführt. Kann ich dich da rausholen, Kumpel? Da eine Bombe rein. Multikill. Oh. Wir brauchen jedes Schiff. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sallust-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Was machen wir? First Person oder First Person? Also ich finde First Person sogar geiler. Also ich bin mal First Person. Was hacken. Es ist soweit. Wir fliegen nach Thales und stoßen zum Rest der Flotte. Die Koordinaten vom Sender. Bereiten wir den Hyperangriff vor. Zeig mir einen Scan. Wir sind die ganzen Gegner. Los. Als wenn man diesen Laserschuss nicht hört, Alter. Scan das mal für mich. Gucken uns hier mal ganz schnell um. Vielleicht finden wir da irgendwo so ein sammelbares Objekt. Wenn nicht, können wir hier noch runterspringen. Ich glaube, da soll es nicht runtergehen, ne? Ne, hier sollen wir nicht runter. Okay, sieht doch verdächtig aus, aber nee, auch nicht. Dann halt nicht, denn ein bisschen Third Person. Wir können auch ein bisschen switchen, also ich weiß auch nicht genau. Eigentlich finde ich First Person besser als Third Person. Scan den Bereich. Können wir das initiale Signal nochmal checken? Vorhin wurde ich angegriffen. Ich gehe da nicht mehr rein. Agent Husk, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Nützt ja sehr viel, dass man den Druiden anschießen kann, aber nicht. Nichts anderes. Hack das Teil, Druide! Verschlüsselte Infos gefunden. Ist das Viech auch noch mal ein bisschen tot? Hehehe, du Sau. So. Oh, ja. Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Bin unterwegs. Korvus auf. Vorsicht vor dem Krieg!
Boom, Infinity Muni. Nice. Hier noch irgendwas? Nö. Hinterhaltsfotze. Wow. War das ein G-Typ? Gibt's keine Schaltflächen? Warum gibt's keine Schaltflächen? Was ist das denn? Muss doch immer was geben, was ich hacken kann. Hey. Lass das. Lass das. So, es soll wahrscheinlich wieder bewachen. Ja. Junge, das war doch ein Leier, oder? Ja.
Okay, ich hab doch nicht Lea getötet. Geschafft. Bin in Position. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3, 2, 1. Oh. Lol. Respekt dafür. Das war gut. Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko. Die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch den Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Kumar. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Das war also das klitzekleine Intro. War ja nicht allzu viel. Und deswegen machen wir einfach gleich weiter. Also, ich bin fasziniert von dem Spiel. Holen Sie mir den Inferno-Trupp. Wir sind auf Endor. Commander Bashir, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todessternschildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Darf jetzt Miko spielen? Nee. Okay, schade. Ich dachte, darf ich den Scharfschütze spielen. Verstanden, Commander. Statusbericht. Sag General Solo, das wird dauern. Ja, was ist das hier? Einzelziel auf dem Weg voraus. Cool. Neue Fertigkeit. Nein, Moment, wir müssen die Karte. Wo können wir die Karte ausrüsten? Ah, alles klar. Ich sehe zwei Stoßtrupps. Einen am Bunker, der andere patrouilliert am gefallenen Kampfläufer. Gute Arbeit, Agent. Wir übernehmen. Dann machen wir erstmal den Kampfläufer auf. Oh. Noch mehr Rebellen. Auf mein Signal. Ja, komm. Thank you.
Das dürfte hier so eine Kiste sein, wo wir die Teile drin finden. Genau. Also die müssen wir immer hacken. Das ist ja auch schon mal interessant zu wissen. Wo ist denn hier? Ich mache erstmal hier unten am Bunker. Waffe erstmal. Ein Scharfschützengewehr. Nicht schlecht. Mal schauen, was wir so reißen können mit dem Scharfschützengewehr. Eine schöne Schuss. Los, sammeln! Warte mal ganz kurz. Ich muss hier nochmal was ganz kurz. Falsche Richtung, Kommander! Falsche Richtung, Kommander! Bababa! Gesichert! Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Das war's wohl. Das ist unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los! Wir folgen, Commander. Wir müssen zur Plattform 4 und diese TIE-Jäger sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zu Corvus. Krass. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Commander. Agent Haas, Kontakt zur Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, Commander. Stelle sie jetzt durch. Admiral, der Entfernungstrupp verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Koordinaten erreichen. Das ist ja auch süß ausgedrückt. Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen, mal wieder. Nein, dahinter steckt nichts. Die Rebellen waren in Unterzahl und schlecht bewaffnet. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt. Und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander, das darf ich freisprechen. Nur zu. Wir sind zwar allein, Ewoks, ich höre die Ewoks. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Verrat. Klein flauschigen Biester. Also, dass ich mal so wild hin und her gucke, ist halt, dass ich gerne wissen möchte, ob hier irgendwo noch so eine Kiste liegen. Vorsicht, Commander. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Miko. Wir kümmern uns darum. Ich
sichert sich Kontakt zur Patrouille. Wir sollten sie da umlegen, wo sie stehen. Feuer! Schalten Sie auf! Infinity Money. Sehr schön. Ein modifizierter Entschärfungsgerät, das einen ionisierten Energiestoß erzeugt, der gegnerische Waffen überhitzt, Sprengsätze entschärft und kurzzeitig Geschütze deaktiviert. Nehmen wir nicht mit rein, finde ich kacke. Brauche ich nicht. Ich finde die Sniper eigentlich super geil. Was ist das hier? Oh, cool. Nice. Gefahrenanalyse. Scan. Okay, da war ich ein bisschen zu forsch. Ich hätte, muss wahrscheinlich ein bisschen anders rangehen. Mit dem Sniper ist vielleicht nicht ganz... Wir können jetzt alle Waffen schon auswählen? Okay. Mehr Leider wurde von drei Sperrsam bekommen. Sturm von Blasterbolzen, wenn wir nicht der Erschütterungsprojekt hier abfallen. Dann nehmen wir gleich die Standardwaffe und versuchen es einfach gleich nochmal. Wir haben jetzt eine weitere Karte freigeschalten. Wir würden dafür die Granate aufgeben. Ich mag Granaten, deswegen legen wir das wieder ab. So, dann versuchen wir es gleich nochmal. Vorsicht, Commander. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Adolf. Wir kümmern uns darum. Hier ist der Punkt. Ich habe sich Kontakt zur Patrouille. Wir sollten sie da umlegen, wo sie stehen. Feuer! Schalten Sie aus! Mit. Das ist aktuell geblieben, das ist ganz cool. Fertigkeitenpunkt oder was soll das sein? Ja, mit Fertigkeitenpunkt werden wir dann. Da können wir nochmal die Waffe wechseln. Ich fand das die ich gerade eben hatte, eigentlich nicht ganz so geil, muss ich persönlich sagen. Ah. Wir nutzen die Standardwaffe, ich glaube, die ist am besten. WTF, von wo kommen die denn alle? Also so schwer kann das ja angeblich nicht sein.
Okay. Was ist denn, wenn wir die Shotgun weglegen? Dann haben wir eine Impulskanone. Wir versuchen es einfach mal so. Wenn wir im First Person spielen, was macht die Impulskanone? Können wir gleich mal austesten, ob die geiler Vorsicht, ist oder. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Nico. Wir kümmern uns darum. Ich habe Sichtkontakt zur Patrouille. Wir sollten uns da umlegen, wo sie steht. Ganz ruhig, Agent. Feuer! Schalte sie auf. Das ist der Diplomato! Hey. Feind neutralisiert. Wir müssen ein bisschen mehr aufpassen auf unsere Gesundheit. Wir haben nur 100. Was ich komisch finde, dass wir nicht ausweichen können. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun können. Das kriegen wir hin. Okay, sollen wir die Sniper wieder? Die Box müssen wir hier nochmal aufmachen. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter nach oben und bleiben einen Ticken weiter hinten diesmal. Vielleicht kriegen wir das diesmal so hin, dass wir das schaffen. Wäre das auch erreicht? So soll sein, Sergeant. Dennoch stehen wir in Ihrer Schuld, Commander. Oh. Das war nicht gut. Mit dem Inferno-Trupp fehlt doch aber einer, oder? Komm,
bereit. Attacke! Agent Miko, wie ist Ihre Position? Ich bin mit einem Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Haas, bevor wir vorrücken. Auf dem Weg. Gucken wir mal ganz schnell hier hinten hin, bei dem kleinen Lager, was hier war, ob irgendwas ist, was man mitnehmen kann. Möglichkeiten, ey. Auf jeden Fall finde ich die Kampagne bis jetzt sehr spannend. Oh, dürfte ich nicht rein. Weil von der Story her interessiert mich das auch einfach, weißt du? Es ist halt. Wir als Inferno-Trupp sind die Elite. Und müssen uns jetzt durchkämpfen, um halt wieder zurückzukommen zu unserem großen Schiff, weil ist ja kaputt gegangen. Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Wird ein harter Kampf, das Ding zurückzuerobern. Sie scheinen bereit zu sein. Truppler, wir holen die Plattform zurück und evakuieren den Mond. Und dann lassen wir die Verbindung. Ja, Commander, wir sind dabei. Das ist einfach nur ein anderes Sniper-Gewehr, bin ich der Meinung, ne? Nee, der Scan ist schon Gold wert. Aber was ist das DL-20 jetzt? Das ist ein neues Scharfschützengewehr. Wir behalten die aktuellen Scharfschützen-Sniper-Halb-Auto mal. Na los, guck nochmal, Kleiner. Los, schock ihn schon.
Die Plattform gehört uns. Zu den Letzten. Wir treffen uns oben bei den Teiljägern. Ja, Mann. Verstanden. Erstmal alles ein bisschen durchsuchen. Es kann ja immer sein, dass wir noch ein paar loot-able things sind. Oh, wir haben auch ein paar Verluste gemacht, ne? Haha! Du musst was hacken. Und hoch geht's. Da stand noch ein richtig großes Blaster. Ich bin gespannt, ob wir es gleich noch benutzen können. Kontakt auf der Plattform. Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schalten Sie aus und sichern die Teiljäger für unsere Flucht. Unter Feuerschutz abrücken. Ich freue mich drauf. Gefahrenanalyse. Einer ist da noch. Oh. Letzten Kisten. Was ich gelesen habe, das 5 Kisten sein insgesamt. Sind Sie noch da, Commander? Jäger gesichert. Wir sehen uns oben. Boah, fliegen wird gleich schwierig. Mal schauen, was hinkommt. Der Admiral.
nicht wieder passiert. Ich weiß. Und jetzt ist nur noch das davon übrig. Wie viel Weltraumschrott da rumliegt, ey. Alter Verwalter. Warum brennt er schon? Wir haben ein Problem. Was gibt's, Task? Die Explosion des Todessterns hat die Korpus beschädigt. Triebwerke ausgefallen. Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Koordinaten. Ist das Poe oder wer ist das? Raumschlacht erfolgreich absolviert. Dafür auch ein Erfolg bekommen. Genau. Wie riesig der Sternzerstörer schon ist, dann müssen wir einfach überlegen, wie riesig der Todesstern war. Das ist die Relationen sind da einfach komplett abgespaced. Also
Unfassbar. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stiel ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre, eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Versio, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand, Rebellion, Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen tilgen werden. Herr, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind auch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Husk, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Fondor. Da gab es in der Beta die Raumschlachten. Die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Achtung, Achtung! Rebellenschiffe im Raum von Fondor! Was ist der Plan, Commander? Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. So. Aber wie das weitergeht, die Mission, das seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.